Andreas Müller hat viel vor. Er verhandelt gleich 3 Cannabisfälle an einem Tag. Damit möchte der Richter zeigen, für kleine Drogendelikte viel zu viel Aufwand. Cannabis solle endlich legalisiert werden. Alkohol sei schließlich auch erlaubt und weitaus schlimmer. Millionen Familien gehen an Alkohol kaputt. Einige wenige sicherlich auch an Cannabis. Aber wir haben 70.000 Alkoholtote, keinen einzigen weltweit wegen Cannabis. Das ist doch eine Ungerechtigkeit, die diesem Gesetz so auf der Stirn steht. Das muss doch jeder sehen. Dabei gilt Müller eigentlich als harter Hund. Bekannt wurde der 58-Jährige durch seine kreativen Urteile gegen Neonazis. Manche schickte er zum Döneressen mit Deutsch-Türken, andere zwang er in die Moschee. Sein großes Thema war aber immer das Cannabisverbot. 2002 ließ er das Bundesverfassungsgericht schon einmal prüfen, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Ohne Erfolg. Circa 4 Millionen Deutsche konsumieren regelmäßig Cannabis. Mehr als jeder 5. Jugendliche hat im vergangenen Jahr Gras geraucht. Besonders verbreitet ist der Konsum unter 18- bis 25-jährigen Männern. Legales Kiffen hält die Gewerkschaft der Polizei für falsch. Es geht ja eigentlich nicht um die mal sich ein bisschen Cannabis kaufen, um sich einen Joint zu drehen, sondern es geht um die, die sehr viel Cannabis konsumieren, das teilweise dann auch verkaufen, um sich ihren eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Und wir sehen das vor allem, dass sich mehr und mehr Leute benebelt auch hinter Steuer setzen und das hat Auswirkungen. Die 3 Fälle hat Andreas Müller erstmal ausgesetzt und will damit vors Bundesverfassungsgericht ziehen.